Hallo Leute, hier ist Maxwell mit dem War Recap der GML Allstars gegen die deutsche Clash of Clans Vikia. Und wie ihr sehen könnt, die GML Allstars mit einer knappen Niederlage 110 zu 111. Am Ende lag es mal wieder an den Dipfails, aber da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Wir fangen erstmal an mit ein paar guten Angriffen und zwar geht's los mit dem Chilip, der ein Sixpack geholt hat, diesen CW. In dem Fall hier gegen die Nummer 40 mit Gobo Lalo, Coldblooded, also nur ein Golem. Und dann hatte drei Lava-Hunde in der Clanbox und Bowler für diesen Angriff. Gab ein paar neue, die gesixpackt haben, unter anderem zum Beispiel auch der Nick mit seinem Chipew Aha-Aha-Account. Paare kann ich leider natürlich wieder nicht zeigen, weil das Recap sonst zu lang werden würde. Wir haben heute 8 Angriffe und werden uns da auf 3 Ratus 9 Angriffe konzentrieren. Dann haben wir 3 10v10s und zum Ende des Recaps dann 2 10v11s nochmal. Ja, was hat er hier gemacht? Hat also versucht natürlich 2 Luftverteidigungen zu holen, die gegnerische Queen zu killen. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Sein King ist sehr, sehr früh gestorben. Von daher war der Jumpspell fast so ein bisschen geswaggt, sage ich mal. Hätte er sich sogar vielleicht sparen können, hätte dafür noch mehr Zauber für den Laloon nehmen können. Nichtsdestotrotz sind die beiden X-Bögen auf Boden hier natürlich eine große Hilfe. Wenn man mal sieht, halt, was für einen Jump genommen hat. Okay, die Queen ist doch noch gesprungen, hat da noch einen Tesla irgendwie mitgeholt. Aber ansonsten nicht so der riesige Value des Jumps. Aber 3 Haste-Spells für den Laloon haben in dem Fall auch ausgereicht, um den Rest der Base hier zu zerstören. Ein bisschen Pech sogar noch gehabt, werdet ihr gleich sehen, hat sehr viele Ballons noch verloren. Da war nämlich eine rote Bombe, 2 rote Bomben, 3 rote Bomben und da sind mal schön alle Loons gestorben, die da waren. Nur noch die Backend-Loons gelebt, die er da reingeschickt hat. Aber das hat am Ende gereicht, um die Devs alle down zu bekommen und ja, somit wurden es die 3 Sterne für den Chilip, der wie gesagt auch mit 6-Pack sehr gut gemacht. Dann haben wir die Nummer 29, die von Daniel gelegt wurde. Und zwar in diesem Fall mit einem sehr, sehr coolen Logo Bowl. 18 Loons, sieht man nicht so oft mit Logo Bowl. Meistens sind es ein paar weniger, irgendwie so 16, 14 oder sogar 12. In dem Fall hier 18 Stück, also ja, sehr interessant. Daniel macht auf jeden Fall häufiger mal so ganz einfache Armeen, nicht viele verschiedene Truppen, einfach das Ganze einfach halten. Und das ist natürlich auch nicht verkehrt. 18 Loons sind halt eine ganze Menge. Also man sieht halt, dass die Luftverteidigung hier in der Mitte alle relativ nah beieinander stehen. Heißt also, sein Ziel ist es, einfach nur die Luftverteidigung alle zu holen. Den Rest, da ist er zuversichtlich, das damit Ballons machen zu können. Die gegnerische Queen will er natürlich auch haben, weil die tut auf jeden Fall weh, wenn man nur noch Ballons irgendwie hat. Die wird er auch bekommen können mit seinen Hero Abilities irgendwie. Aber ansonsten, ja, will er nur die Luftverteidigung haben. Das ist das einzig Wichtige. Wenn seine Queen den Jump nimmt, das hat sie getan, genau, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mir den schon mal kurz angeguckt eben. Dann ist alles cool. Er setzt die Loons hier ein bisschen verteilt auf den Magierturm zum Beispiel. Deswegen, weil an Magierturm halt oft rote Bomben sind. Er dann nicht möchte, dass beide Ballons die rote Bombe sich einfangen. Ja, ansonsten geht die letzte Luftverteidigung down gegen die Queen. Sein King ist tot, die Golems, Bowler sind alle tot. Aber wie gesagt, die Backend-Defenses hier, die kann man alle mit Ballons wegsnipen. Und ja, er swaggt sogar 6 Ballons hier. Sehr, sehr schöner Angriff vom Daniel. Gegen die Nummer 29, wie gesagt, mit dem Logo Bowl, coole Balloon Parade auch, mit dem Logo Bowl Ballon Heavy diesmal. Ja, der letzte neue Angriff, den wir uns anschauen, ist auf die Nummer 23 und dort haben wir Artemka 88, schätze ich mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig ausgesprochen habe, aber ja, wer sich so einen Namen gibt, der darf sich auch nicht beschweren. Mit Queen Walk into Gobo, obwohl ne, gar nicht into, sondern auf der anderen Seite macht er den Gobo, hier oben wird er den machen. Also Queen Walk Gobo und dann noch 13 Hawks. Ja, ein paar Bogies hat er dabei für die Eggbauten, das ist natürlich auch eine clevere Entscheidung. Er lockt gleich die Clanburg jetzt raus, er wird die dann halt mit Rage und Poison unter Kontrolle bringen. Sobald die Queen hier in die richtige Richtung läuft und er sich dessen sicher ist, kann er die Clanburg rauslocken. Clanburg ist sehr einfach zu locken hier, das hilft natürlich. So, und jetzt geht die Queen nach unten, zack, und dann ist er sich sicher, okay, die läuft richtig, jetzt kann ich die Clanburg locken.
Genau, da kommt ein Hawk rein, das reicht in dem Fall aus. Es triggert auch gleich noch zwei Tesseln, das ist auch ganz gut für seinen Kill Squad dann später, damit die Golems halt ein besseres Targeting einfach haben. Und ja, Double Poison auf die Klambock, den Rage Spell. Weiß gar nicht, ob er den überhaupt gebraucht hat. Da war nur der Babydrache eigentlich, der Schaden gemacht hat, alles andere ist gestorben. Aber er hat sich entschlossen, ihn zu benutzen. Queen läuft jetzt hier um die untere Seite rum, holt dann natürlich noch Magierturm, Bogiturm und wird auch überleben, den Raid. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Dritte Tesla poppt da oben auch noch, ersetzt die Magier direkt dahinter natürlich zum Funneln. Der erste Golem oder der zweite Golem vielmehr, der wird natürlich sehr, sehr schnell geroastet hier. Wird schnell sterben und das ist natürlich dann nicht so ganz ideal, aber er wird ein bisschen improvisieren. Er hat den Mauerbrecher-Fail hier gehabt, leider. Improvisiert aber insofern, als dass er halt mit dem Jump einfach ein bisschen um die Base rumrotiert, da über den Mogiturm hier reinjumpen wird. Und im Endeffekt kann das dann doch noch funktionieren, die ganze Geschichte. Da ist nämlich der Jump gut improvisiert in dem Fall. Ziel ist es, die Gegner Queen zu bekommen. Es ist jetzt halt nicht ganz so einfach, daran zu kommen. Jetzt muss er halt auf die Bowler setzen, die Queen dann im Endeffekt holen sollen. Es klappt zum Glück ganz gut. Der King kommt nicht rechtzeitig durch die Mauer, aber die Bowler im Rage-Spell machen die Queen platt. Und ja, jetzt hat er noch 12 Hawks und einen Heal für den Rest der Basen, wie ihr sehen könnt. Stehen nicht mehr so wirklich viele Deaths, von daher hier auch. Ein schöner Overkill, sage ich mal, vom ATMK, der also dann hier sogar den King noch ein bisschen mit seinem King und den Barbaren ablenken kann, mit den Bowlern, die mithelfen. Und den Heal, den kann er am Ende auch swaggen. Cooler Angriff auf jeden Fall auf die Nummer 23. Und ja, ich werde mit der Armee auch mal ein paar FCs machen. Sieht ganz cool aus und ziemlich vielseitig. Ich denke, da kann man ein bisschen was mitmachen. Dann haben wir Timmy Tens und zwar natürlich auf die Nummer 19 mit der Lowste 10er oder was sogar der Lowste, ich bin mir gar nicht sicher, der hier im Krieg war. Und Finn hat den getrippelt. Fängt an mit dem Bowler Bounce auf den Bombenturm. Da sollte man natürlich immer drauf achten, Base Design technisch, dass es nicht funktioniert. Troll Tesla auf 12 Uhr setzt da direkt zwei Loons drauf. Die sollten den Mogiturm vielleicht auch noch holen. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall haben sie ihn ein bisschen beschädigt. So, und dann haben wir schon sehr, sehr viele Bowler Bounces hier gehabt. Also diese Base sehr, sehr anfällig gegen Bowler Bounces. Also Team Vikia, wenn ihr zuschaut, das vielleicht nicht so ganz ideal, wenn man auf so einer Low-Weight-Base noch so viele Bowler Bounces. Das ist allgemein nicht ideal, wenn man Bowler Bounces bekommt, aber hier konnte man so viel wegsnipen, dass die Base schon richtig stark geschwächt ist. Queen wird natürlich gesuicidet aufgrund des Lava-Hundes in der Klarenburg. Und dann hat er noch zwei Hunde und mehr als genug Loons, um hier den Rest der Base damit down zu machen. Queen kriegt sehr, sehr schön Suicide Value auch da oben. Er hat noch einen Heal Spell, der wird wichtig sein natürlich für die Magierturm-Farm dort Backend. Ja, der Sweeper nervt jetzt so ein bisschen. Die Air Skellies kommen natürlich auch jetzt nochmal raus. Er setzt den Wutzauber dort für den Level 1 Inferno-Turm, der noch steht. Den ersten hat er mit seinem Bowler KS natürlich geholt. Da ist der Heal Spell vor den Magiertürmen, die Balance schon teilweise sehr, sehr low mit dem Leben. Ja, und der Heal-Spell war natürlich genau richtig. Jetzt hat er noch einen Haste in der Tasche, hat sogar noch einen Lava-Hund, der noch lebt. Also, ja, sehr schön gemacht. Einfaches Triple hier für den Finn. Oder was heißt einfach, aber mit der Low-Weight-Base und dem vielen Value, den er bekommen konnte, hat das auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Dann haben wir die Nummer 13 und da haben wir den ersten Angriff von Randale Arne. Randale Arne hier mit dem 10v10 Sixpack, also sehr, sehr starke Performance natürlich dort. Ja, hätte auf jeden Fall, oder was heißt hätte, auf jeden Fall MVP des Krieges auf Seiten der GML Allstars. Ist natürlich dann schade, wenn es mit so einer tollen Performance dann nicht zum Sieg reicht fürs Team, aber so ist das manchmal. Und ja, er fängt auch an mit den Suicide-Helden, beziehungsweise eben haben wir ja ein kleines Kill-Squad gesehen mit King. In dem Fall hier werden beide Helden gesuicided. King soll die Queen natürlich ein bisschen funneln. Ziel ist es hier, den Inferno-Turm zu bekommen. Holt erstmal den einen Magier-Turm weg und dann Mauerbrecher, einen Test-Mauerbrecher und dann die drei dahinter. Der Inferno berührt zwar die Mauer, aber es reicht nicht, um die Mauerbrecher zu killen mit dem Level 2 Inferno. Die Queen charge den hier sehr, sehr schön natürlich raus aus der Base. Dann ist einfach die Frage, was kann er noch bekommen und für seine Ability kriegt er noch einen X-Bogen und einen Magierturm. Die Gegner-Queen zu holen war gar nicht geplant, aber sogar die wird noch ordentlich geschwächt
und geht sogar fast down, hat dann irgendwie noch so ein Viertel Leben oder so. Natürlich auch sehr cool, da kann er einen Skelly Spell dann irgendwie woanders verwenden oder sie extra safe killen, doch mit zwei Skelly Spells. Wir werden es herausfinden. Und den Lalo droppt er dann hinter dem einen Sweeper. Der andere Sweeper ist natürlich jetzt genau in seine Richtung gestellt, aber damit muss man halt leben, wenn man den Vitens holen möchte. Den einen Skelly Spell hat er gesetzt. Die Queen läuft da aber raus, weil die Queen halt den Lavahunden folgt. Aber die Ballons haben hier geholfen und haben die Queen mit dem Splash dort down gemacht. Trolltesla auf 3 Uhr. Weiß nicht, ob das hier ein Fresh Hit war oder. Ja, ob der nicht, der Tesla nicht gescoutet wurde, jedenfalls. Müsste er da nochmal einen Loon setzen, macht er nicht, dann werden die Loons am Ende dorthin fliegen. Und ja, jetzt hat er noch seinen Level 4 Skelly Spell. Ich weiß nicht, ob er den auf den Magierturm gesetzt hat. Könnte man natürlich auf jeden Fall machen. Ja, hat er auch gemacht. Sehr gut. Damit nehmen die Ballons dort keinen Schaden, bis sie auf dem Magierturm drauf sind. Und das ist das Triple, wie gesagt, Trolltester steht. Also kleine Abzüge in der B-Note, aber nein, natürlich ein sehr guter Angriff. Und das erste 10v10 vom Randale Arne. Das zweite kam auf die Nummer 12. Also er hat sich direkt gesagt, hier Nummer 12, 13 sind meine, die hau ich weg. In dem Fall mit Queen Charge Drachen. Also ja, was komplett anderes im Vergleich zu dem, was wir eben gesehen haben. Also nicht eingefahren auf einer Taktik, sondern immer das, was der Base für die Base am besten funktioniert. Gut ist, dass er hier am Anfang keinen Wutzauber braucht. Die beiden Kanonen, die machen natürlich richtig Schaden, aber ja, aufgrund dessen, dass das die einzigen beiden Point-Devs da waren, braucht er keinen Wutzauber. Die erste Luftverteidigung hier ist walkbar. Oder beziehungsweise die zweite, die erste hat er ja schon geholt. Komisches Design, also die Luftverteidigung hier, die war nicht so wirklich gut platziert in der Base. Er kriegt dort 3 Stück mit seinem Charge sehr, sehr einfach. Und die vierte wird die Queen dann wahrscheinlich holen, sobald sie nach außen läuft. Der Lavahund kommt raus, Gift für den Ballon, damit der natürlich die Queen nicht killt. Für den Lavahund wird er dann noch vermutlich einen Laki oder so dazusetzen. Ja, dann haben wir den King, der funnelt. Für die Drachen immer sehr wichtig, dass die Drachen natürlich nicht eine zu breite Fläche haben. Einer der Drachen peelt hier zur Seite runter, das ist nicht so ganz ideal, aber die anderen gehen zum Glück alle rein mit den Ballons, die sehr schnell den Magierturm, den Magierturm, den Inferno-Turm dort weggeholt haben. Im Rage natürlich sehr wichtig, den Inferno schnell zu holen. Die gegnerische Queen stirbt, das ist das Schöne, dass man sich da beim Drachenangriff immer keine Gedanken drüber machen muss, was mit der Queen ist. Zwischenzeitlich hat sich seine Queen hier wieder nach außen durchgeschlagen und holt jetzt natürlich gleich noch die letzte Luftverteidigung dort weg. Drachen sind ein bisschen gestorben in der Mitte der Base dort. Sehr viele Drachen hat er verloren, aber 2 Stück leben immerhin noch. Die Ballons holen noch den letzten X-Bogen. King lebt immer noch und tankt. Und ja, alle Devs in der Mitte der Base sind down gegangen. Das ist natürlich gut, denn wir haben noch die Queen am Leben, die hier außen rum walkt. Wenn sie jetzt den Level 32 King dort überleben kann, dann sieht es auf jeden Fall ganz gut aus. Der letzte Drache, der hier lebt, der holt den Inferno-Turm noch, denke ich mal. Genau, mit dem letzten oder mit dem Dragon Breath dort holt er gerade noch so ein Inferno. Schwächt die Kanone hier. Zu dem Zeitpunkt sieht es gar nicht mal so richtig dolle gut aus, aber er hatte ja noch die Ability. Damit holt die Queen die Kanone an der Stelle und ja, am Ende close, weil er noch 2 Point-Devs auch hat und 2 Splash-Devs mit den Magiertürmen. Aber es hat gereicht. Der Tesla konnte ihn zum Glück nicht targeten, während er den ersten Magierturm geholt hat und auch nicht, während er den Bogiturm geholt hat. Und ja, somit wurden sie 3 Sterne und das Sixpack 10v10 für Randale Arne. Sehr, sehr gute Geschichte auf die Nummer 12 und 13. Und dann haben wir 2 10v11s und zwar vom Boscher. Boscher hat auch ein 10v11 4-Pack geholt, also 2 erfolgreiche Angriffe gegen Rathaus 11er, von daher auch sehr, sehr gut. Perfekter Krieg auch von ihm quasi. Ja, als 10v11-Hitter ist natürlich das 4-Pack der perfekte Krieg. Und ihr fängt an mit einem Queen Walk. Auf 11 Uhr will er runterlaufen dort. Wichtig natürlich, dass die Heiler hier nicht in Range der Luftverteidigung kommen. Das ist manchmal auch so ein bisschen komisch, wenn die so genau auf dem Rand stehen, werden die trotzdem getargetet. In dem Fall hier passiert es aber, glaube ich, nicht. Ich habe mir den Angriff noch nicht vorher angucken können, leider. Aber wir werden es gleich rausfinden. Ja, die Queen nimmt nicht viel Schaden. Das ist immer gut, wenn man gegen Elva-Basen walkt. Okay, der Sweeper hilft ihm sogar noch sehr schön. Er pustet dort die Heiler aus der Air Defense Range raus. Ist immer sehr schön, wenn man zum Anfang hin keinen Rage braucht, weil
die Zauber, sich die Zauber aufzusparen, das ist so, so wertvoll, wenn man gegen Elva walkt. Und ja, das war er in dem Fall in der Lage zu tun. Die Clanburg targetet halt jetzt ein bisschen komisch dort seine Heiler. Er hat Glück gehabt, dass er den Babydrachen schnell bekommen hat und die Heiler halt überleben. Ansonsten wäre es vielleicht hier schon RIP gewesen an der Stelle. Er will mit dem Queen Walk einiges noch machen, will hier die ganze Seite eigentlich noch vorbei walken, so, soweit jedenfalls der Plan. Der Inferno-Turm erreicht hier die. Also reicht außerhalb der Base. Von daher muss er gleich seine Queen zünden und dann halt hoffen, dass sie schnellstmöglich da aus Inferno Range rausläuft und auch draußen bleibt vielleicht. Zwischenzeitlich haben wir den Golem Bowler Rage Funnel unten auf 5:30 Uhr, 6 Uhr, der dort ja auch ordentlich aufräumt auf jeden Fall. Mauerbrecher nutzen auch die Ablenkung bzw. auch die getöteten Death-Gebäude. Brechen die Mauer auf für King und Valkyren und jetzt seht ihr, er hat maximal einen Bombenspot dort in seiner in seinem Pfad für die Walküren und den King. Queen springt noch sehr schön ins Rathaus-Compartment rein, zieht die Walküren da zum Rathaus nochmal hin. Und die Queen läuft sogar auch noch in die Mitte. Und somit werden sogar am Ende richtig gute Prozente beim Two-Star. Die Walks machen das Rathaus im Endeffekt down mit Hilfe von King und Queen. Und er hat sogar noch ein paar Luckys, ein paar Bogies, die er noch verwenden könnte, hat aber nicht so richtig mehr Stellen dafür. Deswegen. Ich glaube, 58% wurden es, genau, die Kanone geht noch down, das war es dann aber auch. Also 58%, sehr gut gemacht vom Boscher. Und dann haben wir noch NC Lunatic mit einem High Percentage Two-Star hier auf diese Elva Base. Bisschen merkwürdiges Layout, irgendwie so Anti-Three-Star, weiß auch nicht, was hier sich das Team Wikia bei gedacht hat, aber es ist auf jeden Fall eine Anti-Three-Star-Base irgendwie. In irgendeiner Form. Adler ist am Rand. Ein bisschen komisch. Aber ja, wir gucken uns einfach mal an, wie er das hier gemacht hat. Golem Bowler Rage Funnel sniped dort direkt drei Deaths weg und holt die ganzen Lager und damit natürlich auch schöne Prozente auf 1:30 Uhr. Queen Walk endet auch da irgendwie bei 12 Uhr. Zieht natürlich, dass alles zusammen reinläuft Richtung Rathaus. Sehr, sehr guter Funnel auf jeden Fall. Man sieht, dass die Truppen nirgendwo hin können als zum Rathaus eigentlich oder vielleicht zum Inferno hin. Den holt die Queen auf jeden Fall noch weg. Klambo kommt raus. Ist in dem Fall Kleinzeugs, also Hexen. Ich glaube, zwei Hexen und ein Babydrache, wenn ich es richtig gesehen habe. Das ist natürlich kein Problem, solange der Babydrache stirbt. Die Queen hat den geholt in dem Fall. Und ja, das Rathaus geht down erst bei 40%, aber hat sogar noch zwei Babydrachen und sechs Ballons und einen Haste in der Tasche. Also kann auch richtig Prozente wegsnipen, wenn er es denn müsste. Aber sein Kill-Squad holt so auch schon fast die 50%. Und dann haben wir jeweils drei Hasted Loons auf die beiden Bogitürme, die Babydrachen dahinter. Lucky in der Mitte, formschöner Angriff. Und es wurden, glaube ich, 66% oder so. Also richtig, richtig coole Prozente von NC. Ja, also ein paar sehr, sehr gute Angriffe auf jeden Fall in diesem Krieg. Schade, dass es halt für die GM Aussas nicht zum Sieg gereicht hat. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch an das Team Wikia. Stats für diesen Krieg. Also die GML Allstars hatten drei Dip-Fails, Team Wikia nur einen. Beide Teams sind einmal 11 vs 11 gegangen, so ein bisschen um den Two-Star zu securen, aber auch natürlich um vielleicht drei Sterne zu holen. Beides wurden Fails, aber Two-Stars. Und dann 10v10s, die GML Allstars hatten drei, Team Wikia hatte zwei. Und ja, das bessere 11 vs 10 Game hat am Ende Team Wikia den Sieg gebracht. Und das war es auch schon für dieses Recap. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Und bis dann.